Hallo zusammen und willkommen zur inzwischen siebten Staffel von Factorio. Dieses Mal wieder mit dem Shadow Mega Modpack. Das hatten wir ja vorletzte Staffel schon mal. Zwischenzeitlich gab es Hardcoreo, aber das ging leider ein wenig ins Grinden über. Also da müsste man dann theoretisch 30, 40 Folgen lang immer wieder Basen wegfarmen, um dann eine einzige Forschungssache erforschen zu können mit den Lila-Tränken. Und das wurde dann doch ein wenig öde. Deswegen hätte ich jetzt ganz gerne lieber wieder den Overkill an Content. Wie man hier sehen kann, ist es ja doch einiges, ne? Mal wieder. Es gibt jedoch sehr massive Veränderungen. Also zum einen soll es nicht mehr ganz so überpowered sein. Die Gegner sollen jetzt auch verändert worden sein, dass sie andere KI haben und es sind wesentlich mehr als vorher. Dafür ist mir eben gerade beim Testen aufgefallen, es gibt keinen Ditec mehr. Da fehlt was bei D. Das heißt, recht viele von den Ditec-Sachen wurden wohl von Bob übernommen quasi. Also mal schauen, wie das dann am Ende ausgeht. Weil Bob war friemelig. Ihr erinnert euch an Soldering Iron und diese ganze Kette aus den chemikalischen Dingsbums da? Das war sehr, sehr friemelig. aber gut. Ich gehe mal auf Neu, mache ein neues Spiel. Hier werde ich wieder nichts verändern, weil ich davon ausgehe, dass die Mod-Autoren das so balancen, dass die Einstellungen hier okay sind. Ich werde jetzt da wieder was drücken, so, damit ihr ungefähr auch dieselbe Karte spielen könnt wie ich. Mit ein paar kleinen Veränderungen. Und dann hoffe ich mal, also ich mache es gleich von vornherein so. Wenn ich nicht auf dem ersten Bildschirm gleich Eisen, Kupfer und Kohle habe und nicht auf einer Insel stehe, dann mache ich neu. Okay, ein kleines bisschen rumlaufen vielleicht vor. Da ist schon mal Kohle. Das ist Tin. Das ist Eisen und das ist Kupfer. Nicht besonders groß, das Kupfer. Aber das ist okay. Oh, wir sind direkt am Wasser. Ich weiß nicht, ob die Viecher hier schwimmen können oder nicht. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dem einen oder anderen dürften gleich ein paar Sachen aufgefallen sein. Zum einen da oben, Beite Evolution wird jetzt angezeigt. Oh, ich brauche mal den Spitzhacke. Zing. Beite Evolution wird angezeigt. Genauso wie die Uhrzeit auch hier irgendwo. Genau. Da anzeigbar ist. Und ich hau gleich mal ein paar von den Steinen weg, dann spare ich mir nämlich das Steineklopfen an der Ader direkt. Eins, was mir auch aufgefallen ist bei den ganzen Mods, ist die Fähigkeit, die Ölquellen zu verschieben. Das finde ich sehr schick. Damit kann ich dann nämlich die ganzen Ölquellen so aufbauen, dass sie auch schön symmetrisch sind. Oh Mist, warte. Ah, wir haben jetzt hier wieder unendliche Quellen. Ich muss dann aber immer darauf achten, wo ich was abbaue. Wenn ich hier abbaue, kriege ich nur bei jedem zweiten oder dritten Schlag eine Ressource raus. Weil ich brauche jetzt genug Eisen, um einen zweiten Drill zu bauen. Mit dem zweiten Drill werde ich dann wieder unendlich Kohle machen. Kohle ist doch unendlich, oder? Ja, sehr gut. Also bappe ich dich mal einfach hier hin. Oh, ich habe kein Brennmaterial. Ja, komm mal mit zur Kohle. Dim, 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 dim. So, auch hier wieder 52. Haben wir irgendwo ein 100er Feld? Nee, aber hier ist 67. Ich brauche auch nur ein, zwei Stücken. Erstmal. Um das Ganze zu kickstarten. Du, da, Eisen, Kohle, go. Und dann baust du bitte gleich Burner Generator. Burner Generator for Production Power Without Water. Aber Effektivität nur 40%. Das klingt nicht gut. Ich glaube, ich gehe bei der Stromgeschichte eher wieder auf Yuuki. Auch wenn es bestimmt inzwischen viele andere Alternativen gibt. Aber ich fühle etwas Druck durch den Evolution Counter da oben links. Deswegen hangel ich mich erstmal an Sachen lang, die ich kenne. Und werde dann nach und nach gucken, was so dazu gekommen ist. So, kann ich damit jetzt schon... Ach du Kacke. Da, zweiter Burning Mining Drill. Super. Das heißt, ich nehme jetzt ein Burner Mining Drill da, ein Burner Mining Drill da und mache so. 0,2 pro Sekunde. Das ist jetzt nicht so super viel. Und das geht nicht mehr? Ich glaube, das... Ah doch. Hä? Füllt ihr euch jetzt gegenseitig? Nein!
Es wurde gefixt. Es ist aber nicht nett. Nicht nett ist das. Das war wohl ein bisschen abusing? Nö, nicht wirklich. Das heißt, ich muss das jetzt wirklich alles von Hand immer wieder und so. Ach, okay, bau zwei Holzkisten. So, so. Und dann muss ich die da reinwerfen, warten, bis die hier sich füllen. Steuerung, Steuerung. Und das dann hier wieder reinwerfen. Kommt am Ende aufs Gleiche raus, aber ich muss halt jedes Mal wieder hier hinlaufen. Sei es drum, dich nehme ich mit. Ich brauche jetzt einen neuen Mining Drill. Dafür bräuchte ich erstmal wieder Eisen. Wenn ich mir hier unten wieder schöne 110er% Dingens. Oder ist irgendwo auch was 200er-artiges? Nö. 100 ist okay. Wie viel brauche ich da? 9 Stück. Okay, 9 Stück sollte gut machbar sein. Dann baue ich damit wieder einen Drill. Damit ich das Eisen hier automatisch abbauen kann, dann brauche ich nochmal einen Furnace, den ich schon im Inventar habe. Gut, das wird dann gleich mit Kohle befüllt und dann habe ich durch den Eisen. Das Ganze mache ich dann noch. Das Ganze mache ich dann noch ein paar Mal mit Eisen und gehe dann auf Kupfer über. Du so. So. Ich brauche nämlich erstmal neue Pickel, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Du da. Sehr gut. Komm schon, gib mir ein plus 2. Theoretisch müsste ich auch mit einem Abbauvorgang einmal 2 abbauen können. Ist so nur eine 7%ige Chance. Oh, noch weniger, ne? Ja. Aber soll's. Hier. Das. Und hol neue Kohle. Dass man die Dinge jetzt übrigens auch für Ressourcen abbauen kann, finde ich ganz schick. Also gerade jetzt am Anfang ist das doch irre praktisch. Weil mit einer Spitzhacke Stein abzubauen mit 39 im Yield ist... Ja. Und so haben die hier auch mal einen Sinn. Zack, 25 Stein. Schön, schön. Bau bitte keine Boiler, nein. Bau bitte... Achso. Jetzt? Ja, einen davon. Und dann suche ich mir eine schöne Stelle hier mit den 110%. Bapp dich da drauf. Schmeiß dich mit Kohle zu. Setz dich daran, schmeiß dich auch mit Kohle zu. Und warte ein bisschen, bis ich genug Eisen habe. Und mit dem Eisen baue ich das Ganze dann nochmal und nochmal und nochmal, bis ich hier so 4 Stück habe. Mach das Ganze dann auch beim Kupfer. Dann ist der nächste Plan, mit dem Eisen, was hier generiert wird, die Fließbänder zu machen, um das Kupfer und Eisen dann beides nach hier oben zu bringen, dass ich hier so ein kleines Lager habe. Wobei mein Lager eigentlich eher mittig sein sollte. Also da mache ich später zu. Und hier mache ich zu. Und ich hoffe, dass nichts schwimmen kann. Aber ich bin da ein wenig von Hardcoreo gestört, wo die Viecher einfach komplett durchs Wasser gegangen sind. Euch brauche ich nicht mehr für Essen, richtig? Nee, die sind zum Heilen da. Die Fische. Mit. So. Aber ich könnte das anders gestalten. Ich könnte jetzt mit Burner Drills, die sich gegenseitig... Nein. Ich versuche gerade das irgendwie möglichst schnell und einfach wieder zu automatisieren, da das Drehen jetzt ja nicht mehr klappt. Da brauche ich wahrscheinlich erstmal Stromsachen für. Nee. Gib mir das da, bau 2 neue Burner Drills, das ist super. Brauchen wir noch 2 Stone Furnaces. Expected Resources stehen rechts 1,2 pro Sekunde. Ich glaube, wenn ich das zu hoch mache, bringt es mir eh nichts, weil die Dinger sich denn hier stauen. Das heißt, ich mache einfach mal so. Alles, was bei einer Sekunde plus ist, ist okay. So, dann dich und dich. Und ich glaube, ich sollte lieber einen davon noch bei der Kohle hinpappen. Weil wir da nicht so wirklich viel Überschuss haben gerade. Kiste. So, her damit. Wie viel habt ihr drin? 4, 5. Ja, muss ich bald wieder auffüllen. Aber fürs Erste könnte es reichen. So, wir sind noch unter 10 Minuten Spielzeit. Ist soweit in Ordnung, würde ich sagen. Und der
Geschwindigkeit, was das Basenaufbauen angeht. Ich sollte jetzt hier schon mal... Ja, Kupfer. Ja, Kupfer gleich anfangen. Da und da. Kohle holen, Rolle zum Kupfer, Kupfer vorbereiten und dann die ersten Yoki-Sachen machen. Yoki... Boiler wären das? Das da, ne? Braucht Stahl. Okay, die ersten Boiler machen wir dann lieber... Wo sind die ersten Boiler? Da. Bau schon mal davon so zwei, drei Stück. Dann machen wir es mit den Boilern und dann den Yuki, das da. Die brauchen nur Eisen und Kupfer. Gut. Was ist das da eigentlich? Blei. Ganz schön wenig, aber gut. Yield ist das höchste, was mit 90 Grad gewesen. Ein pro Sekunde. Du, Bab. Oh oh. Wo ist mein Schmelz? Da ist mein Schmelzofen-Ding. Hälfte für dich. Hälfte für dich. Mach Kupferplatten. Irgendwann im nächsten. So, das hätten wir auch. Dann brauche ich noch ein so ein Wasserpump. Ding. Ah, das braucht die ersten Grisselbretter. Also die Äquivalente zu den grünen Chips sind das gewesen, die braunen. Wobei, das ist ein Basic Circuit Board. Das ist noch nicht mal der Chip selber, richtig? Das ist die Vorstufe vom Chip. Weiß ich gar nicht mehr. Das letzte Mal mit Bobtech ist schon eine Weile her. Ein paar Monatchen, glaube ich. Oh, ja, okay. Brennmaterial wird knapp. Gucken wir mal, was die drei Drills hier oben gemacht haben. Inzwischen an Kohle nicht so viel, wenn sie selber keinen Sprit haben, ne? Gib mal jedem... So. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht, diese Änderung, mit dem nicht mehr sich gegenseitig befüllen können. Bau bitte mehr davon und zwei Kisten. Kiste, Kiste. So. Jetzt komme ich nach Hause mit zwei Kohlestücken. Ernsthaft? Wieder verkackeiern. So. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Ja, nimm vier Kohlestücke. Okay, aber gleich mit den Electronic Drills geht's hoffentlich besser. Gib mir die. Jetzt brauche ich aber erstmal die Yoki-Dinger da. Bauen wir erstmal eine Turbine. Und ein so ein Wasser-Dingensbums da. So, wo mache ich meine Stromgewinnung? Das müsste ich jetzt eigentlich langfristig planen und. Aber ich denke mal, ich mache einfach hier. Ja, vielleicht hier. Oben bei der Kohle wäre sinnvoller, oder? Weil die Kohle muss ich ja benutzen zum Befeuern. Ja, okay, gehen wir nach oben zur Kohle. Die dann gefährlich nah dran ist an meiner Mauer. Weil die Mauer kommt ja hier irgendwo hin. Was ist das Schwarze da auf der Karte? Ach, da ist noch ein Kohlefeld. Verlockend. Direkt an der Außenmauer. Ja. Okay, dann hier mache ich das. Da kommt das Wasser. Nee, das sieht doof aus. Ja, ich weiß, das sollte kein Argument sein, aber ist es nun mal. Entschuldigung. Du. Da. Boiler, Boiler, Boiler. Oh, es wird gleich verbraucht. Okay. So, dann brauche ich jetzt davon welche. Woran hapert es? Am Holz. Ach Mist. Schön Holz hacken. So. Dann kriegst du da sowas. Und dann brauche ich jetzt schon mal die ersten Drills, damit ich das hier automatisch machen kann. Dann mache ich hier Strom. Mit dem Strom, den ich generiere, betreibe ich hier die automatischen Drills. Die produzieren Kohle und die Kohle wird automatisch mit Fließbändern hier hingemacht, um das da zu befüllen.
Und dabei haben wir hoffentlich einen Plus. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich brauche mehr Kohle. So, ja, und dafür müsst ihr eigentlich wieder auf 10 gebracht werden. Na, es geht. Es kommt doch schon ein bisschen Plus bei rum. Aber gefühlt nicht mehr so viel wie früher. Damals war alles besser. Warum hast du immer noch diese keine Anzahl? Achso, weil du keinen Abnehmer hast. So. Genau, hier, da und da. Hier kommt dann das Fließband, was noch nicht existent ist, weil nicht genug Eisen da ist. Okay, runter. Alles keine Kohle. Mist. Tim, tim, tim. So. Hälfte. Was? Achso, da. Fließband, Fließband. Kupfer brauche ich auch noch. Auch keine Kohle. Ich hätte Holz im Angebot. Ein kleines bisschen. Danke. Und die 28 könnten schon fast reichen, richtig? Ja, hoffentlich. Okay, das heißt, ich nehme jetzt. So, euch da weg. Bab dafür. Hier die automatischen hin. 3,5 pro Sekunde. Das klingt gut. Keine Ahnung, was wirklich gut ist, aber das klingt gut. Fließbänder reichen nicht, das ist gleich in Arbeit. Du machst nur 1,5 pro Sekunde, ne?